Ja, liebe Leute, heute geht es um den Film Das Weiße Rauschen, welcher ein Film ist aus dem Jahre 2002, hat eine Lauflänge von ca. 106 Minuten und eine Altersfreigabe von FSK 12. Regie führte Hans Weingartner. Ja, in dem Film geht es, dass der Abiturient Lukas in eine WG mit seiner Schwester in Köln zieht. Und da halt auch auf einer Menge Partys geht. Und Lukas kam halt davor aus so einem Bauerndorf, glaube ich. Also ein bisschen ländlicher gelegen. Und ja, irgendwann lernt er halt ein Mädchen kennen, was er aber wegen einer blöden Situation im Kino mit einem Streit mit der Kassiererin dann wieder verliert. Und später nimmt er auch noch dann, Pilze ein, ne? Und auf einmal fängt er an, Stimmen zu hören und wird dann langsam, aber sicher schizophren und die Stimmen sagen ihm immer, ja, du musst dich umbringen und beschimpfen ihn halt, dass er schuld sei, dass die Mutter von ihm Suizid begangen hätte und er soll sich doch selber umbringen und das Ganze spitzt sich dann immer mehr zu. Ja, ich fand diesen Film sehr interessant. In der Hauptrolle ist ja Daniel Brühl als Lukas und der macht seinen Job ziemlich gut. Ich habe ja keine Ahnung, wie das jetzt wirklich aussieht bei den Schizophrenen, also Leute, die an Schizophrenie erkrankt sind oder wie hier steht, paranoide Schizophrenie. Ich weiß auch nicht, wie genau der Film das widerspiegelt, aber ich könnte mir vorstellen, so im ganz groben Bild spiegelt das halt das schon wieder. Und da fand ich es doch mal interessant, wie ein Mensch denn so langsam die Kontrolle verliert, indem er einfach diese Krankheit da hat. Man merkt so richtig, wie es dann bergab geht. Ich würde jetzt gerne noch was weiter erzählen von dem Film, aber das nimmt dann ja eigentlich schon die ganze Handlung raus, deswegen mache ich das mal nicht. Und deswegen habe ich auch kaum jetzt noch was zu sagen. Ich fand es einfach mega interessant. Es ist mit ruhigen Bildern und ruhiger Musik erzählt. Es war einfach, ich fand den sehr stimmig und gut. Und deswegen gebe ich diesem Film auch 8 von 10 Punkten. Lasst mich doch eure Meinung wissen. Schreibt es in die Kommentare nieder. Mein Name ist Sikros BG. Man sieht sich später und tschö. Ja, das war's mit der Kritik zum Film Das Weiße Rauschen. Links kommt er wie immer zur letzten Kritik, welche da Drive Angry war. Und rechts kommt ihr einfach zu einer random Kritik. Also lasst euch da einfach überlaschen. Und bis dahin und tschüss.